Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut und zwar bin ich heute zurück mit einem neuen TK Maxx Haul. Allerdings wird sich der Haul diesmal ausschließlich mit dem Thema Mode beschäftigen. Ich hatte ja schon ein TK Maxx Video hochgeladen, da habe ich euch meine ganze Ausbeute aus dem Beauty-Bereich gezeigt. Und bei mir ist es einfach momentan so, dass ich super wenig Zeit habe, mal ausgiebig shoppen gehen zu können. Und wenn ich für mich einfach am Wochenende mal so ein Zeitfenster finde, entscheide ich mich meist so ein, zwei Stündchen einfach so ein bisschen bei TK Maxx zu bummeln, weil man einfach alles findet, was man braucht. Und gerade im Bereich Mode haben sie momentan so tolle Sachen. Also man kann wirklich so super Schnäppchen machen. Das ist natürlich auch so der Reiz bei TK Maxx. Ich bin gerne so ein kleiner Schatzsucher, so ein Schnäppchenjäger. Und in den letzten Besuchen, also das, was ich euch heute zeige, habe ich nicht mit einmal gekauft. Ich glaube, das waren so 3, 4 Besuche. Das habe ich dann jetzt für das Video gesammelt. Habe ich fast ausschließlich nur Sachen von Zara gefunden, natürlich zu einem Bruchteil des Preises und das möchte ich euch heute gerne zeigen. Und dann würde ich sagen, starten wir wie immer direkt rein ins Video. Das sind 2 Tüten, die dritte Tüte liegt hier schon ausgepackt, bereit und dann werde ich mir die Sachen erstmal ganz fix so ein bisschen sortieren und euch dann zeigen, was ich alles mitgenommen habe. Und dann würde ich sagen, starten wir als allererstes mit einer Jeans. Die ist nicht von Zara, sondern von Bershka. Das ist so eine Oversized High Waist Straight Cut Jeans mit so abgeschnittenem Saum. Das mag ich immer sehr. Und die Farbe fand ich auch recht schön. So ein ganz helles, verwaschenes Blau. Und super interessant fand ich hier auch, ist also wirklich eine Jeans für den Sommer, dass sie im vorderen Bereich keine Taschen besitzt, sondern so kleine Cutouts hat, wo man so ein bisschen Haut erahnen kann. Und die war oder hat gekostet 9,99 €. Und dann machen wir weiter mit Zara. Die Hose hatte ich hier schon an. Das ist so eine dunkelgraue, ganz leicht Bootleg-Jeans, die ist sehr eng oben an den Oberschenkeln und hat unten so einen ganz minimalen Schlag, macht wirklich ein super schönes, schlankes, langes Bein, ist schön stretchy und hat ebenfalls gekostet 9,99 €. Und das für Zara Jeans ist natürlich, wie gesagt, ein unschlagbarer Preis. Und da habe ich bei Hosen wirklich gut zugeschlagen. Da habe ich mir als nächstes dieses Straight Cut Jeans mitgenommen in so einem Off-White, auch wieder für 9,99 €. Und helle Jeans liebe ich für Frühjahr, Sommer immer, aber eigentlich auch im Winter mag ich so diese Winter Whites und das ist einfach so eine super klassische Form, da ist es ganz egal, ob die Hose vielleicht eine Saison alt ist, alles was so klassisch ist. Geht auch in 1, 2 Jahren nicht aus der Mode und deswegen ist sowas immer ein super Schnäppchen. Kommen wir weiter, ich glaube jetzt mit der letzten Hose, wie gesagt, ich habe wirklich gut zugeschlagen und zwar ist das auch wieder eine Straight Cut. Also ich mag, glaube ich, diesen Straight Schnitt auch wieder in so einem richtig schönen Dunkelgrau, passt wirklich zu allem. Und ja, wie ihr sehen könnt, habe ich dann Hosen in allen möglichen Farben mitgenommen. Bin jetzt erstmal wieder in dem Bereich richtig gut aufgestellt. Und dann machen wir weiter mit Oberteilen. Ich schmeiß das mal so hier hinter. Fangen wir an mit so einer schönen, so leicht glänzenden, beigefarbenen Bluse. Die ist so ein bisschen im 70s-Style mit Paisley-Muster. Auch wieder super klassisch. Ich mag Blusen und kann man zu allem kombinieren. Das war das. Und da habe ich diese entdeckt, auch in so einem ganz leichten Cremeton mit sehr, sehr langen Ärmeln. Die ist ein bisschen cropped geschnitten, fässt sich super angenehm an und sieht auch sehr, sehr hochwertig aus. Perfekte Bluse dann später für das wärmere Frühjahr bzw. den Sommer. Da mag ich das, wenn man das schön mit Ketten so ein bisschen aufpeppt, so ein paar Knöpfchen offen lässt. Was ich hier auch mag, weil sie so cropped ist, ist sie perfekt für High-Waist-Hosen. Hosen, die ich nach wie vor sehr, sehr liebe zu tragen. Und das war die.
Dann machen wir weiter auch mit einem Seidenoberteil. Ich glaube, das hatte ich letztes Jahr hingesehen bei Zara. Diesmal in Schwarz. Sieht angezogen wirklich sehr, sehr schön aus. Hat hier so ein goldenes Detail im vorderen Bereich und das lässt sich auch super kombinieren, zum Beispiel abends, wenn man weggeht. Aber man kann es auch mit einer etwas derberen Jeans einfach für Büro super kombinieren, wenn man einen Blazer drüber zieht. Und diese Bluse hat gekostet, lasst mich raten, ja natürlich auch 9,99 Euro. Dann machen wir weiter mit ganz schlichten kleinen Top, schwarzen Top, hat an den Seiten so ein paar Cutouts, hat gekostet 7,99 Euro. Dann habe ich noch ein ganz schönes Sommertop bzw. eher Art Bustier mitgenommen. Das war dieses auch in so einem Off-White und das stelle ich mir perfekt vor, wirklich für einen schönen Sommertag. Auch mit einer höher geschnittenen Culotte, vielleicht ein schwarzer Blazer drüber, dass man das so ganz ein bisschen runterstylt, schwarz-weißer Look. Da kann es super schick aussehen. 7,99 habe ich noch mitgenommen. Was mir sehr, sehr gefällt, so ein Jäckchen, ein Tweed-Jäckchen, die sind ja normalerweise auch sehr, sehr teuer bei Zara und das ist so ein perfektes Jäckchen zum Drüberschmeißen, auch wieder für etwas wärmere Tage. Mit ausgefranstem Saum, eher etwas cropped geschnitten und super für eine Blue Jeans. Oder auch wenn man ganz im Weiß ist, um so ein bisschen Kontrast zu setzen. Und hat gekostet 14,99 Euro. Und ja, das war das. Dann habe ich mitgenommen noch so eine Base Cap. Das ist eher was dann für den Strand. Die hat gekostet 4,99 von Zara. Ich weiß nicht, kann man die mal... Ja. Die fand ich einfach schön für einen Beachtag. Kommen wir jetzt aber zum Thema Schuhe. Ich habe viel Schuhe gekauft und fangen wir als allererstes an mit einem paar Turnschuhe, Sneaker, die ich ganz hübsch fand. Da brauchte ich einfach mal wieder ein bisschen was Bequemeres. Die waren allerdings nicht von Zara, sondern von All Saints. Fand ich natürlich hübsch mit dem Leo-Muster und da habe ich auch einen relativ guten Schnapper gemacht. Ich glaube, die waren von 200 Euro gesenkt auf, oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Hab den Preis anscheinend schon abgemacht, aber auf jeden Fall von 200 Euro. Die All Saints Schuhe sind ja immer sehr teuer, ich glaube auf entweder 50 oder 40 Euro. Und kann man super einfach anziehen zu allen möglichen Sachen. Da brauchte ich einfach mal wieder was Bequemeres, aber ein bisschen auffällig sollte schon sein. Das war das. Dann machen wir weiter. Ich habe jetzt ausschließlich fast nur noch Sommersandalen mit diesem schlichten Paar Sandalen. Die haben gekostet 10 Euro. Dann kommen wir jetzt zu einem paar Schuhen, die bestimmt ganz viel super hässlich finden. Diese Chanel Dupes, würde ich mal sagen. Ich finde sie allerdings sehr, sehr schön. Sind diese sehr, sehr wuchtigen Sandalen. Gerade wenn man auch was Enges trägt, mit Leggings etc. Und dann wirklich so ein bisschen einen Bruch macht mit diesem klobigen Schuh. Und für 10 Euro mussten die natürlich mit. Dann habe ich mir auch noch ein paar Sommersandalen mitgenommen, die ich schon letztes Jahr bei Zara unbedingt haben wollte, waren dann aber leider ausverkauft. Und zwar sind das diese braunen Schlappen mit diesen weißen Perlen. Und das passt natürlich immer super, weil ich diese Naturtöne mag im Sommer, gerade auch weiß. Und es macht das Ganze einfach nochmal so ein bisschen sanfter als mit schwarzen Sandalen ebenfalls. 10 Euro. Und dann kommen wir zu einem paar Schlappen in Salbeigrün. Das ist nach wie vor immer noch eine meiner Lieblingsfarben. Die haben hier so einen kleinen Kitten-Heel-Absatz und super schön fand ich auch diesen Square, diesen geraden Abschnitt vorne im Zehenbereich. Lässt die ganzen Sandalen auch nochmal so ein bisschen luxuriöser, teurer ausschauen und sind ebenfalls super bequem am Fuß. Dann habe ich mir noch ein paar Schlappen mitgenommen, spitze Schlappen, die ich super schön finde, wenn man die kombiniert, zum Beispiel zu einer Jeans, zu so einer richtig schönen langen, gerade auch Straight Jeans, wenn das vorne immer so ein bisschen spitzer ist, mag ich das, sind auch sehr, sehr bequem und fand ich sehr, sehr schön.
Das war das. Das waren auch jetzt, glaube ich, alle Schuhe. Das war der ganze TK Maxx Haul. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer riesig freuen, wenn ihr auch auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen würdet. Bis dahin, eine wunderbare Zeit.